Hallo und herzlich willkommen wieder zu den Experten. Hallo, mein lieber Michael. Hallo, Christian. Ja, heute haben wir so ein bisschen das Feeling einer Bilanzpressekonferenz ein Stück weit. Fühlt sich auch gut an. Fühlt sich gut an, ja. Ja, und wer sitzt meistens auch so da und spricht zum Volk? Politiker. Und ein Politiker, den es heute vielleicht nicht ganz so gut geht, könnte sein Olaf Scholz. Warum? Ja, warum? Damit wieder eine sehr gelungene Überleitung von dir, Christian. Danke. Weil, wie immer, eigentlich Herr Olaf Scholz hätte sich vielleicht ein bisschen mehr versprochen von der Verauktionierung oder der Versteigerung der Frequenzen für den sogenannten 5G-Status, also für die Frequenzen für die 5G, für das Internet der Zukunft. Da kommen wir gleich noch drauf. Analysten hatten auch mehr vermutet. Da waren die Erwartungen, dass an dieser Auktion für die verschiedenen Frequenzbänder bis zu 3 Milliarden Euro oder darüber hinaus zustande kommen. Jetzt fehlt nur noch ein einziges Frequenzband. Soweit ich das richtig mitbekommen habe, sind gerade mal 2,3 Milliarden als Höchstgebot zusammenbekommen. Also fehlen also doch schon ungefähr 700 Millionen zu dem, was man eigentlich vorher erwartet hat. Genau, und da kann man auch mal schlechte Laune haben als Finanzminister. Wie du gesagt hast, und wir sind da super aktuell, in dem Moment, wo Sie vielleicht jetzt uns schauen, ist die Auktion vielleicht sogar schon vorüber und Geschichte und die fixen Zahlen stehen fest. 116 Runden aktuell sind da an Auktionen quasi abgewickelt worden. Das Ganze geht ja schon seit 19. März, also das ist auch eine relativ spannende Geschichte. Vielleicht wird es irgendwann mal da eine Reportage drüber geben, wie so eine Auktion überhaupt abläuft. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, ja, ist auch sehr, sehr spannend. Wir erinnern uns ja auch vielleicht noch an die früheren Auktionen. Die waren teurer. Die waren teurer, da ging es dann um hohe zweistellige Milliardenbeträge. Genau. Das ist schon erstaunlich, wie sich die Zeiten gewandelt haben. Aber um die Überleitung jetzt auch zu schaffen, wir wollen ja nicht über die Auktion an sich und auch nicht über Olaf Scholz Verbindlichkeiten oder Befindlichkeiten sprechen, sondern ganz einfach über einen Wert, der da auch mitbietet, und zwar nämlich die Deutsche Telekom. Neben der Deutschen Telekom bieten da auch unter anderem mit Telefonica, Vodafone und 1&1. 1&1 drillig, um genau zu sein. Ja, man muss ja da auch genau sein, was man da sagt. Die Deutsche Telekom, ja, jetzt wird da weniger geboten, liegt weniger auf dem Tisch. Die Deutsche Telekom hat jetzt Gebote dagelassen im Wert wohl von 800 Millionen Euro, ist der aktuelle Stand. Was wohl weniger ist, du hast es gesagt, als eigentlich mal von Analysten angedacht war, muss ja positiv sein, oder? Ja, definitiv. Sollte sich das natürlich auch im Aktienkurs zeigen. 5G ist natürlich der Mobilfunkstandard der Zukunft. Da muss jeder dabei sein, da muss jede Firma, die auf dem Markt noch tätig sein will, auch bei der Auktion ordentlich mitbieten. Wenn, wie wir gerade festgestellt haben, weniger dafür gezahlt werden muss, als vorher angenommen wurde, muss sich das natürlich dann irgendwann auf den Aktienkurs in dem Sinne widerspiegeln, dass die Kosten geringer sind. Nichtsdestotrotz, es bleibt natürlich da, man hat zwar dann die Lizenz erworben, aber man muss das Ganze erst noch aufbauen, es müssen neue Mobilfunkmasten überall platziert werden, es kostet natürlich dann noch eine immense Menge in die Infrastruktur für den 5G-Standard zu investieren. 5G, wozu braucht man das eigentlich? Das sind zum Beispiel ein Stichwort, was sofort immer mir einfällt, ist autonome Autos, also autonomes Fahren. Das eine Auto spricht mit einem anderen Auto und sagt, ich weiche dir aus oder sowas. Dazu braucht man diesen 5G-Standard, und das ist sicherlich etwas, was nicht morgen passieren wird, was Investitionen erfordert, aber man muss halt auch dabei sein. Genau, weil wenn die sprechen miteinander oder andere Maschinen auch, das heißt ja immer das Internet der Dinge, was da kommt, heißt das nicht so, die sitzen sich gegenüber, wie wir zwei das tun, und das ist im relativ überschaubaren Datenvolumen, sondern da entstehen Terabyte von Daten, alleine wenn sich ein Auto mit einem anderen, wie du sagst, unterhält. Also es ist wirklich auch sehr wichtig, dieses Datenvolumen abzuwickeln, und da ist 5G der Standard, zumindest aktuell. Ich habe vor kurzem einen Fernsehbericht gesehen, es wird am nächsten Standard schon gearbeitet, ja, 6G. Also wir haben noch nicht mal 5G, wir versteigern Frequenzen, und 6G ist schon in der Pipeline quasi. Gut, aber wir haben nicht nur 5G für die Telekom, sondern auch sehr interessant, der Blick über den Teich, der Blick gen USA, weil da ist nämlich auch noch so eine schöne Baustelle, eigentlich positiv. T-Mobile USA, der Umsatzbringer im Telekom-Konzern, wenn man sich die Zahlen mal anschaut, schon seit Jahren sehr, sehr positiv, auch weiterhin positiv angedacht, aber die wollen das nicht mehr alleine machen, sondern... Genau, sie wollen ja, das ist, glaube ich, schon der zweite oder dritte Anlauf mit der US-Firma Sprint fusionieren. Das Ganze ist jetzt auch schon in eine recht späte Phase der ganzen Übernahme oder der ganzen Fusion angelangt. Jetzt fehlen auch noch einige Genehmigungen der US-Behörden, aber es würde natürlich einen sehr, sehr großen Player auf dem US-Markt bringen, der natürlich auch sehr groß ist.
Gerade T-Mobile USA, vielleicht bekannt, der Chef läuft häufiger mal in magentafarbenen Klamotten herum, schon ein gewisses Unikum. Und da ist natürlich dann die Fantasie auch recht groß, gerade die beiden Firmen verbündet, können dann ihre gemeinsam in 5G investieren, auch in den USA drüben. Man sieht auch in Telekom jetzt Umsatzbringer, du hast gesagt, die Dividende ist in den letzten 4 Jahren ungefähr um 40% Stimmt. gestiegen, ist auch dieses Jahr wieder gestiegen. Auf 70 Cent, gell? Auf 70 Cent von 65. Wir hatten die Hauptversammlung schon gehabt am 28. März, also Telekom eigentlich auf so einem Wachstumspfad. Da muss man mal schauen, ob das jetzt mit dieser Fusion und mit dem neuen 5G-Standard auch so weiter bleiben wird. Genau, also es sind viele Fragezeichen da, aber auch gute Aussichten, wenn sich einiges so entwickelt, wie es prognostiziert wird. Ja, Thema 5G und eben USA. Sie können natürlich auch darauf reagieren mit Produkten wieder von X-Markets unter www.xmarkets.de zu finden. Diverse Hebelprodukte, WaveX XL, aber natürlich auch Anlageprodukte. Ja, jetzt haben wir noch ein Bonbon hinten drauf. Ich erinnere mich an eine Werbung von der Deutschen Telekom. Da wurde von der Telekom Cloud gesprochen. Da konnte sich damals, oder die meisten konnten sich relativ wenig drunter vorstellen. Ja, da war sogar von Diebstahl die Rede und so weiter, wenn man von der Telekom Cloud redet. Aber die Cloud ist natürlich was ganz anderes. Vielleicht kannst du da kurz was zu sagen und ich besorge mir in der Zwischenzeit das Papier. Genau, und Cloud ist natürlich etwas, was auch ich persönlich habe. Ich habe es auf meinem Handy, ich habe die Daten gesichert in der Cloud. Bedeutet, irgendwo liegen die auf einem Server, der hoffentlich vor Zugriff von anderen geschützt ist. Bei mir ist das, bei dem Hersteller meines Handys liegen die Daten auf der Cloud. Ich kann also die Daten jederzeit, sind die dort gesichert. Ich kann darauf wieder zugreifen. Und das Bonbon natürlich für die Zuschauer ist, wir haben ein neues Produkt auf dem Markt. Genau, wir haben ein neues Produkt. Und zwar nämlich, wir haben es überschrieben, auf Wolke 20. Hier geht es um das Cloud und Big Data 20 Indexzertifikat. Ein Indexzertifikat eben auf 20 Werte, die mit der Cloud und dem Thema Big Data zu tun haben. Näheres in Kürze, aber wir haben das schon, wie gesagt, lanciert. Seit 2.3. ist das am Markt, beziehungsweise 2.4. Entschuldigung für den Versprecher, unter der DC8CLD zu finden. Wie gesagt, wenn Sie Lust haben, schauen Sie es gerne mal an. Wir werden demnächst höchstwahrscheinlich da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, auf das Produkt. Absolut. Wie gesagt, das Bonbon. Ihnen jetzt noch eine schöne Restwoche und dir herzlichen Dank. Danke dir.